Jedes Jahr im Frühling verwandelt sich die Friedrichsau in einen Festplatz der Kultur. Sänger, Rapper, Bands, Kabarettisten. Sie alle kommen im Ulmer Zelt zusammen und sorgen für unvergessliche Stunden. Das Zelt ist Kult und aus Ulm nicht mehr wegzudenken. Von diesem Szenario konnten die Initiatoren Mitte der 80er nur träumen. Sie mussten viele Widerstände aus dem Weg räumen, ehe das Festival 1987 erstmals an den Start gehen konnte. Ja, der Anfang war so, dass wir in Ulm eben auch gerne ein Zelt haben wollten. Es war in Freiburg, gab es damals schon das Zeltmusikfestival. Und wir haben hier in Ulm, haben sich dann verschiedene Kulturträger zusammengeschlossen. Das war unter anderem der Jazzkeller Saustall, die VH, der Stadtjugendring und eben ein paar Interessierte aus Ulm, die gerne auch so ein Zelt nach Ulm bringen wollten. Wir haben schon am Anfang ein ganz gutes Programm gehabt, eine bunte Mischung. Das hat sich eigentlich schon immer so durchgezogen, dass immer so eine Mischung aus Kabarett und Musik und auch ein bisschen anspruchsvollere Geschichten. Damit haben wir damals auch gestartet. Das von vielen als waghalsig abgestempelte Projekt entwickelte sich in den 90er Jahren zur festen Institution. Der Comedian Harald Schmidt war in Ulm zu Gast. Und Rocklegenden wie Pixies Frontman Frank Black oder Eric Burdon brachten das Zelt zum Kochen. Ich bin seit 2000 in Ulm. Mich hat es beruflich hierher verschlagen. Und als alter Musikfreak, der 100 Konzerte im Jahr besucht, habe ich mir die Szene halt in Ulm mal angeschaut und war baff erstaunt, was hier in Ulm wirklich abgeht. Und bin logischerweise dann sehr schnell aufs Ulmer Zelt gekommen. Als ich dann noch mitbekommen habe, dass es so gut wie alles ehrenamtlich organisiert ist, war ich noch erstaunter. Und da habe ich gedacht, das ist was, wo mir Spaß macht, da will ich mich einbringen. Das beste Beispiel war letzten Samstag, war hier Zeltaufbau. Also ich war noch eine Woche vorher hier mit dem Fahrrad, habe mir alles angeschaut, diesen nackten Platz, das mache ich unheimlich gern, vorher und nachher. Und komme dann am Samstagnachmittag, weil ich tagsüber Termine hatte, runter. Dann steht das Zelt, es stehen die ganzen Bauwägen von 0 auf 100. Es ist für mich ein Phänomen und ist heute nicht nachvollziehbar, wie die das alles machen. Und das ist fantastisch dran. Die bis heute bestehenden ehrenamtlichen Strukturen des Ulmer Zelts haben sich über die Jahre bewährt. 6 Hauptgruppen arbeiten unabhängig voneinander und müssen jedes Jahr aufs Neue für eine erfolgreiche Spielzeit sorgen. Das ist alles andere als einfach. Wir haben zwischenzeitlich einen Umsatz von 1,3 Millionen pro Jahr im Verein, wobei natürlich der Großteil auf die Spielzeit entfällt, selbstverständlich. Und da kann man davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte um die 600.000 herum effektive Kosten sind, das heißt die Kosten, die wir auch sofort wieder einspielen müssen. Also wenn ich nicht schon graue Haare hätte, würde ich jetzt tatsächlich im Laufe der Jahre graue Haare bekommen. Wenn ich mir die Entwicklung anschaue, da ich auch in der Programmgruppe bin und sehe, welche Gagen zwischenzeitlich aufgerufen werden, das tut mir schon in der Seele weh. Wir haben, ich schätze jetzt mal einfach, eine Verdopplung der Gagen mindestens in den letzten 5 bis 7 Jahren. Und so gut wir kalkulieren, und wir machen das, glaube ich, wirklich so niedrigpreisig, wie es irgendwie nur geht, spiegelt sich letztendlich trotzdem in den Eintrittspreisen natürlich wieder. Wir wussten manchmal nicht, wie wir die nächste Spielzeit finanzieren sollen. Also es gab schon ganz tiefe Punkte auch in dieser Geschichte. Wir haben aber ein ganz gutes Umfeld. Das heißt, ich habe dann auch tatsächlich einmal bei einem privaten Freund von mir Geld in einer mittleren fünfstelligen Summe ausgeliehen, der mir das auch zinsfrei gegeben hat, damit wir dann die nächste Spielzeit starten können, weil wir einfach das Minus ausgleichen mussten erstmal. Und wir haben ja mit unseren Sachen, die wir hier haben, nicht arg viel Kreditwürdigkeit bei den Banken. Umso wichtiger ist der Job des künstlerischen Leiters. Jan Ilk verantwortet das Line-up. Jahr für Jahr stehen er und seine Programmgruppe vor derselben Hürde. Große Namen für wenig Geld ins Zelt zu bekommen. Normalerweise fangen wir Ende September, Anfang Oktober an. Da treffen wir uns von der Programmgruppe her. Waren letztes Jahr 8 Leute, die sich einmal in der Woche treffen. Und wir hören ganz viele Bands an. Ich wollte eigentlich mal zählen, wie viele Bands wir in dem halben Jahr, wo wir planen, uns anhören. Ich habe es doch lieber sein lassen. Also ich kann hinter jedem Programmpunkt wirklich stehen, was wir dieses Jahr da haben.
weil ich mich aber auch freue, dass wir so kleine Punkte haben wie Hannah Epperson, eine junge Kanadierin, die alleine mit ihrer Geige und Loopstation auf der Bühne ist, insofern relativ unbekannt. Wir dann aber auch wieder große und namhafte Namen da haben wie Radio Doria, Donuts, Marcus Miller, 5 Sterne Deluxe, wo man dann doch wieder die Namen hier nach Ulm bekommen. Unsere Konkurrenz zum Southside Festival ist natürlich gegeben. Wir haben immer wieder das Problem, Bands dann auch nach Ulm zu bekommen, die dann wieder ihren Gebietsschutz haben über sei es Southside, sei es die anderen Festivals, Rock am Ring, Rock im Park, Rockavaria in München. Auch wenn die Konkurrenz oft die bekannteren Künstler bucht, die besondere Atmosphäre im Zelt bringt ihre ganz eigenen Gänsehautmomente hervor. Was gibt es Schöneres, gerade speziell nach von älteren Menschen wie mich, der mit der Jugendmusik der Rolling Stones aufgewachsen ist, und dann steht Bill Wyman, der ehemalige Bassist der Rolling Stones, auf der Bühne vor dir, ja, der übrigens auch Backstage ein ganz lieber Mensch ist. Oder du hast ganz junge Bands oder ganz junge Künstler wie Frank Turner, der dich 90 Minuten in den Bann zieht, wo du triefend, nass, headbanging rauskommst und ich als Raucher nicht eine Sekunde draußen war zum Rauchen. Da war dann der John Lord an den Keyboards dabei von Deep Purple, der inzwischen verstorben ist. Wir haben den Fahrdienst noch selber gemacht. Das heißt, ich bin dann mit meinem Opel Caravan in das Hotel Neutorhospiz gefahren und habe da den John Lord abgeholt und musste natürlich eine Weile warten, weil der erst noch unter der Dusche war, und habe ihn dann zum Soundcheck abgeholt. Wir sind dann durch die Karlstraße gefahren. Schon damals war leider ein Riesenstau. Wir hatten dann auch viel Zeit zum Smalltalk. Meine besonderen Konzerte hier im Ulmer Zelt in den letzten Jahren, wo ich jetzt da war, war in erster Linie die Orsons. Ich habe noch nie das Publikum hier drin so tanzen sehen. Wirklich auf und ab und seitwärts, von links nach rechts. Und zwar wirklich von 8 Uhr ab Beginn bis 10 Uhr zum Schluss ging es da durch. Für mich persönlich ist es ein Ziel, das Ulmer Zelt auf dem Niveau, was es jetzt schon ist, zu halten, teilweise noch weiterzuentwickeln. Das Liebevolle, was wir hier haben, ich möchte mal behaupten, wir haben Deutschlands schönsten Backstage-Bereich für die Künstler, dass sowas weiterhin gewertschätzt wird, auch von uns Mitarbeitern, dass das beibehalten wird. Mein großes Ziel ist es, Künstler hier in Ulm auf die Bühne zu bringen, wo ich dann sehe, dass ich am liebsten 1000 glückliche Gesichter im Publikum habe.